Ich weiß. Es war nur... Es ist kompliziert. Ich wollte erst nicht mitmachen. Na los, erklär uns alles. Egal, jetzt will ich raus. Aber Tindall hat Aufnahmen von mir, wie ich das Zeug klaue und lässt mich hochgehen, wenn ich ihm nicht mehr helfe. Ich sitze in der Scheiße, Adam. Ich brauche diese Aufnahmen. Ich weiß, dass sie im Moment viel um die Ohren haben, aber ich könnte ihre Hilfe wirklich brauchen. Na, dann machen wir's. Missionsdetails bitte. Was soll ich machen? Was genau soll ich für Sie tun? Sie müssen die Überwachungsaufnahmen zurückholen, die Tindall von mir hat. Sie sind wahrscheinlich in seinem Apartment. Vielleicht auf seinem Computer. Und? Soll ich ihn im Telefonbuch suchen? Sein Apartment ist in der Nähe des Brooklyn Court. Reinkommen könnte schwer werden, weil das Gebäude von einem großen Sicherheitstor geschützt wird. Ah, ich bin begeistert. Man kann das Sicherheitstor hacken, aber dazu muss man schon ziemlich gut sein. Sie sollten sich nach einem anderen Weg umsehen. Der Feuertreppe oder so. Und was ist die Belohnung? Und das Ganze interessiert mich, weil... Verdammt, Adam. Lassen Sie mich wirklich so eiskalt abtropfen? Das ist echt übel. Ich habe wirklich ein Problem. Aber ich könnte Ihnen vielleicht eine Waffenmod besorgen. Mann. Ich hätte nie gedacht, dass ich Ihre Hilfe mal kaufen muss. Okay, dann nehmen wir das an. Also gut, erzählen Sie mir mehr. Hast du ja schon. Wow, danke Adam. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Die Aufnahmen sind wahrscheinlich auf dem Computer in seinem Apartment. Sobald Sie sie haben, treffen wir uns vor dem Parkplatz der U-Bahn-Station. Okay, dann machen wir das. Okay, ab jetzt übernehme ich, denn ich bin eiskalt und verdammt cool. Und eine verdammt coole Stimme habe ich auch noch. Was ist das? Ein PDA. Okay. Das kriegen wir hin. Und dann nehmen wir auch noch diesen Wein. Und reden jetzt die ganze Zeit so weiter. Aber ich habe jetzt gerade keinen Bock, in dieses Sicherheitssystem reinzugehen. Deswegen gehen wir jetzt hier weiter und reden wieder ganz normal. Mann, ich will da runterspringen. Los, komm schon. Wuhu. Mann, das geht nicht. Fuck. Vielleicht geht's. Ja. So. Ah. Was? Ich bin gestorben? Seriously? Seriously? Ich bin wegen der Scheiße gestorben. Warum? Hä? Bitte jetzt. Okay. Hab ich? Na, wir sehen uns nach dem Dialog. Naja, vor ein paar Monaten haben ich und Tindall, na Sie wissen schon, einer von Pritchards Technikern, angefangen, Neuropozin aus einem der Labors zu klauen. Mann, Tim, dafür könnten Sie gefeuert werden. Schlimmer, es bedeutet Knast, wenn die Firma Sie verklagt. Was haben Sie sich dabei gedacht? So, meine Freunde, willkommen zurück nach diesem ellenlangen Dialog da. Haben wir uns jetzt der Sache angenommen und ich würde mal sagen, wir gehen auch gleich zu dieser Nebenmission. Also wir machen als erstes die Nebenmission und dann die Hauptmission weiter. Nein, da gehe ich jetzt nicht rein. Nämlich, ich denke einfach, das wird eine schöne Mission und deswegen gehen wir die als erstes ab. Und dann können wir ja uns zu den Hauptmissionen, um die Hauptmission kümmern. Die ganze Sache ruft böse Erinnerungen hervor. Ich arbeite wirklich gern hier, aber wenn man weiß, dass jede Sekunde... Okay, dann ab nach draußen. Aktivierung von Zielen. Ne, das gucke ich mir nicht an. Am Arsch. Benutzen. So, Sie können Ihre Waffe wegstecken. Ja, das weiß ich. Das ist mit H. Mit Hammer H. Wegstecken. Hammer wegstecken. Ja. Dann gucken wir mal. Mrs. Reed. Da fuck. Oh, Adam. Tut mir leid, du hast mich erschreckt. Und nenn mich bitte Cassandra. Du und Megan, ihr wart lange genug zusammen. Ich habe auf dich gewartet. Nein, ich will kein Milf. Warum bist du nicht reingekommen? Ich weiß nicht. Ich bin wohl noch nicht bereit dafür. Du arbeitest hier. Aber für mich ist das auch der Ort, an dem ich meine Tochter verloren habe. Ich weiß, was du meinst. Nom, nom, nom. Für mich ist es seitdem auch nicht mehr dasselbe. Es soll vermutlich gar nicht einfach sein. Es gibt anscheinend keinen richtigen Weg, um mit so etwas fertig zu werden. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für dich gewesen ist.
Nach allem, was du durchgemacht hast. Ja, vor 6 Monaten hat sich viel geändert. Ich kann kaum begreifen, wie sehr sie dich verändert haben. Erst konnte ich gar nicht glauben, dass du noch lebst. Wie kommst du damit zurecht? Optimistisch. Sie haben alles Notwendige getan, um mich zu retten. Und immerhin kann ich jetzt mehr als je zuvor. Freut mich, dass du das so siehst. Viele von uns kämen mit ähnlich traumatischen Veränderungen nicht so gut zurecht. Darf ich fragen, warum du mich sehen wolltest? Ja, natürlich, tut mir leid. Ich bin wegen Megan hier. Wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Oder besser, wegen des Standes der Ermittlungen. Was ist damit? Nun, einfach gesagt, ich glaube, etwas ist nicht in Ordnung damit, wie der Fall behandelt wurde. Du glaubst, dass da irgendwas vertuscht wurde? Ja, genau. Nenn es von mir aus Mutterinstinkt, aber bei meinen Gesprächen mit einigen der Ermittler gab es zahlreiche Widersprüche. Und dann traf ich diesen Kriminalbeamten. Er hieß Chase. Er war auch der Ansicht, dass nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wurde, hat aber keine Beweise. Und jetzt willst du mehr herausfinden. Ich werde nie wieder das Lachen meiner Tochter hören, Adam. Sie wird mich nie mehr anrufen, um sich zu erkundigen, wie es mir geht, und ich kann sie nicht fragen, wie ihr Tag war. Sie wurde mir genommen. Mir ist egal, ob ich darauf einen Anspruch habe oder nicht. Ich will wissen, warum es passiert ist. Das will ich auch wissen. Warum sie dich geliebt hat. Nicht einmal deine jetzige mechanische Modifizierung kann verändern, was sie in dir gesehen hat. Würdest du mir bitte helfen, herauszufinden, was wirklich mit ihr geschehen ist? Na, aber sicher. Ich hatte nie Gelegenheit, den Angriff selbst zu untersuchen. Ich kümmere mich darum. Na, endlich. Das bedeutet mir alles, Adam. Wirklich. Als erstes muss ich mit diesem Detective Chase sprechen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Er hat eine Teilzeitstelle als Wachmann in einem Apartmentgebäude am Brooklyn Court. Ich warte bis dahin bei dir in der Lobby auf dich. Warum braucht ein Detective eine Teilzeitstelle als Wachmann? Oh, er ist kurz nach dem Fall in Pension gegangen. Die Einzelheiten kenne ich nicht. Vielleicht erzählt er dir ja mehr. Bin unterwegs. Na dann los. Wir können auf jeden Fall jetzt hier anscheinend rumlaufen, was extrem geil ist, aber... Oh. Sozialoptimierer... Okay. Wir können jetzt entweder S2 oder S3 machen. Aber wir wollten S2 machen. Aua. Boah, das darf ich auch nicht mal machen. Verdammt. Jetzt gucke ich mal kurz. Ach nee, das ist ja gleich um die Ecke. Perfekt. Dann heißt das... Boah, Mann, ey, die Stadt sieht ja so geil aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Absolut geil. Hier ist ein Zaun. Gut erkannt, Cosi. Hier gehe ich nicht rein. Der ist mir irgendwie suspekt. Okay, und hier weiter. Grayson hat mir echt heiße Ware vermittelt. Diese Augfreunde gehen mir so auf den Sack. Ich will sie endlich wegpusten. Grayson? Ich will aber nicht mit Chase reden. An der verlassenen Tankstelle. Echt? Ich hätte Mann. Für meine Sinus 10 mm. Na okay, da rede ich mit dem. Hallo, Chase. Sie müssen Adam Jensen sein. Gut erkannt. Mrs. Reed sagte, Sie würden mich vielleicht besuchen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, aber Sie sind kaum zu übersehen. Ich betrachte das mal als Kompliment. Sie hat gesagt, Sie hätten Informationen über den Fall Megan Reed und den Überfall auf die Sheriff-Zentrale. Oh Mann, das war ein Chaos. Der reinste Weitpinkel-Wettbewerb. Wir hatten die Feds am Arsch. Befehle von 3 verschiedenen Abteilungen und Druck von so vielen Lobbyisten, dass man sich fühlte wie der Neuzugang in der Gefängnisdusche. Es ist eben ein sehr wichtiger Fall. Immer schön rein raus. Meinte, Sie denken, es wäre einiges übersehen worden. Das kann man wohl sagen. Sie kennen das ja. Mrs. Reed hat mir erzählt, dass Sie früher selbst ein Cop waren. Es gibt immer mal Fälle, bei denen faule Officer eine Abkürzung nehmen, aber das war was anderes. Inwiefern? Es wurde einfach zu viel übersehen. Alle wollten sofort Ergebnisse. Und immer, wenn ich auch nur einmal nachgefragt habe, wurde ich von Ranghöheren mundtot gemacht. Die Sache sollte abgeschlossen werden, am besten sofort. Das ist nie ein gutes Zeichen. Sie haben aber doch sicher was Handfesteres als das.
Ja, und genau da kommen Sie ins Spiel. Ich habe einige Spuren, denen ich nie richtig nachgehen konnte. Ich fing zwar an rumzustochern, aber diese Regierungsagenten haben mir Angst gemacht. Richtig Schiss. Pussy. Ich wollte wenige Monate vor meiner Pensionierung nicht alles aufs Spiel setzen, aber Sie hätten das Zeug dazu, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Alles aufs Spiel setzen. Okay, was haben Sie? Erstens gibt es das Gerücht, dass der Befehl, die Ermittlungen einzustellen, von weiter oben kam. Vielleicht sogar von außerhalb der zuständigen Abteilung. Wenn das stimmt, müsste Captain Penn davon wissen. Es könnte Hinweise darauf in seinem Bürocomputer geben. Dann muss ich dem Revier wohl einen Besuch abstatten. Nein, ja. Und wenn Sie schon mal da sind, es war ein Officer mit dem Fall betraut. Chad